sind uns wohl alle hier im Saal einig, dass das höchste Gut, welches ein Mensch hat oder besitzt, nämlich das Wasser bzw. die Versorgung mit selbigen, nicht privatisiert werden darf. Denn die Beispiele aus der Vergangenheit beweisen, dass dieses Unterfangen ausschließlich negative Konsequenzen zur Folge hatte. Die Kasseler Linke fordert eine vollständige Rekommunalisierung der Wasserversorgung in Kassel. Wenn man das aus finanziellen Gründen nicht will, muss man es offen sagen und nicht mit juristischen Gründen argumentieren, die man im Zweifelsfall selbst konstruiert hat. Man hat uns in einem Fiebigu in der Sache Unwissenheit vorgeworfen. Nun ja, das sagt sich manchmal so einfach, wenn man demokratisch legitimierte Gremien in Kenntnis lässt. So wissen wir zum Beispiel bis zum heutigen Tage nicht, in welcher Höhe Investitionen in das Kasseler Trinkwassernetz in der Vergangenheit getätigt worden sind, da dies die Aufgabe der NSG ist. Transparenz und Einfluss für und durch die Gremien sieht halt anders aus. Der 5. Senat des Verwaltungsgerichtshofs hat im Wesentlichen das Urteil der Vorinstanz im Ergebnis bestätigt. Die sogenannte Konzessionsabgabe, die in dem Pacht- und Dienstleistungsvertrag bzw. Entgelt enthalten sind, gehören nicht zu den von der NSG umlegungsfähigen Kosten. Insofern sind nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs die von der NSG erbrachten Leistungen für den Betrieb der Einrichtung der Wasserversorgung im Rechtssinne nicht als betriebsbedingt einzustufen. Die Konzessionsabgabe ist darüber hinaus ein unzulässiges Indoor-Geschäft. Meine Fraktion hat in der Stadtverordnetenversammlung am 5.12.2002 einer Teilrekommunalisierung zugestimmt. Mit dem Vertrag zur Rekommunalisierung hat meine Fraktion auch die Freistellungserklärung zur Kenntnis genommen und ihr zugestimmt. Die Freistellungserklärung ist aber im Grunde eine Versicherung für die Stadt Kassel, damit die Ausgleichspflicht auf die städtischen Werke übertragen werden, wenn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses eine Änderung des Rechtszustandes erfolgt. Meine Damen und Herren, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo das Ende der juristischen Fahnenstange erreicht ist. Sollten in dem Fall dann die bisherigen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte bestätigt werden, bedeutet das für den KVV-Konzern erhebliche Konsequenzen. Bis dato handelt es sich bei den Rückstellungen innerhalb der städtischen Werke lediglich um eine prüfungstechnisch relevante Größe. Bei der praktischen Umsetzung nach einer erneuten Niederlage bzw. der Zurückweisung der Beschwerdeklage wird aus der prüfungstechnischen Größe tatsächlich real fließendes Geld. Das sollte man bedenken. Vor dem Hintergrund des erst letzten Jahres beschlossenen Sparprogramms Fit für die Zukunft innerhalb des KVV-Konzerns bestehen im Fall einer finalen Niederlage andere Rahmenbedingungen. Die Kasseler Linke möchte die städtischen Werke nicht schwächen. Wir möchten mit unserem Antrag eine verbindliche und hundertprozentig vollumfängliche Wasserversorgung, die direkt in den Händen der Stadt bzw. den Eigenmitgliedern Kassel Wasser liegt. Danke Ihnen.